So, Leute, da sind wir wieder mit der nächsten Folge Mittleren Helden Athanes, ein Frontbrecher, der ganz gut Schaden austeilen kann, auch Schaden gut aushalten kann über seine Schildmechanik, nämlich folgende Schildüberladung. Wenn er weniger als 75% Lebenspunkte hat und Schaden erleidet, erhält er ein Schild, der 5 Sekunden lang anhält. Automatische Angriffe verringern die Abklingzeit um 4 Sekunden. 24 Sekunden hat das, also 6 Auto-Attacks Abklingzeit, ja. Dadurch wird er ziemlich tanky, ziemlich sustain, ja, kann 1-on-1 ganz gut Schaden austeilen und wir müssen gucken, ob wir das heute auch so hinkriegen, weil mir mit ihm einfach die Übung fehlt. Klingenoffensive ist ein Dash nach vorne und zurück, wobei das Dashen zurück deutlich mehr Schaden macht. Und verringert auch die Abklingzeit von der Schildüberladung hier. Zwillingsklingen, der nächste automatische Angriff lässt Athanes über eine kurze Entfernung nach vorne dashen und zweimal Auto-Attacken. Und Phasenprisma feuert so eine kleine Kugel ab, so dieses Prisma eben, macht Schaden und tauscht mit dem getroffenen Helden die Position. Das Ding ist, dass du dieses Phasenprisma mit dem nach vorne swappen kombinieren kannst. Also du kannst swappen und E drücken und das ist sowas, diese Mechanik, die kann ich halt, also zumindest ungeübt. Ja, ich habe sie oft gesehen bei Gegnern oder wenn ich Hots mir angeschaut habe von anderen Leuten, aber selbst geübt, ausgeführt, wollen wir mal sehen, wie das läuft. Seine heroischen Fähigkeiten sind einmal ein großer Blind in einem großen Bereich, map-wide einsetzbar, oder ein Destruktorstrahl, der auf einen Gegner drauf geht und ihm Schaden macht. Gut, wenn jetzt ein Gegner irgendwie gestunt oder geroutet ist, oder auch, um in Teamfights gewisse Helden rauszunehmen aus dem Kampf, weil die ja dann vor diesem Strahl wegrennen. Und mal sehen, wie es heute läuft mit ihm. Athanes, ich bin gespannt, ich habe mir hier auch so ein Bild rausgeschrieben. Mit seinen Auto-Attacks hat man eine ganz feine Stacking-Mechanik drin, um die Auto-Attacks stärker zu machen. Und mal sehen, wie das heute läuft. Kommt natürlich auch immer darauf an, welche Charaktere jetzt dazukommen und wie die Spieler so drauf sind, wie das Spiel läuft, wie die eigene Performance ist. Ich bin guter Dinge. Denn Athanes ist jetzt nicht so ein Squishy-Held, wo gleich ein Fehler krass bestraft wird. Man kann natürlich Mords out of position geraten, wenn die Swaps irgendwie dazu führen, dass du sehr out of position bist und dann nicht mehr rauskommst. Dann ist aber die Devise bei ihm eben Angriff ist die beste Verteidigung, weil du eben über deine Auto-Attacks den notwendigen Schilde kriegst, um zu überleben. So ging es mir schon teilweise so, dass ich Athanes auf der Gegnerseite hatte oder im eigenen Team, je nachdem. Du dachtest, er ist jetzt down, na jetzt ist er down, na jetzt muss er aber down sein und dann im Endeffekt überlebt er aber trotzdem alles hier ziemlich stark. So, da haben wir ein Team gefunden. Okay, ziemlich squishy, Valera, Junkrat und Kel'Thuzad, dazu die Sergeant Hammer, die noch mit am meisten aushalten kann hier in der Map Drachengärten. Todesschwinge ist jetzt so eine Sache bei den Gegnern, dadurch, dass der gegnerische Held Todesschwinge auf keinerlei CCs, Crowd Controls, belegt werden kann. Beeinflusst werden kann. Die wirken nicht auf ihn. Ich aber trotzdem meinen Swap machen kann, kann es durchaus sein, dass ich mit meinem Swap ihn treffe und dann tauschen wir nicht Plätze, sondern mich zieht's einfach nur zu ihm hin. Ja, das muss man wissen. Wenn ein gegnerischer Held irgendwie auch gestunt oder geroutet ist und in dem Moment nicht seine Position tauschen kann, weil er ja festgesetzt wurde, dann tauschen wir nicht Plätze, sondern mich zieht's halt hin. Ja, werden wir sehen, wie das läuft. Ich hol mir auf jeden Fall eine Lane. Ja. Der Diva wäre ganz fein. Auch ein Todesschwinger theoretisch, ja. Oder ein Asmodan, um meine Auto-Attacks aufzudanken. Weil das Ding ist, auf Level 1 sollte man auch laut Hotslocks Bild auf die, wie heißen die Klingen von Ayua oder so?
Beschützer von Aioa. Automatische Angriffe gegen Helden erhöhen den Angriffsschaden und Getötete um 1%. Und das kann man wunderbar ins uns endliche stecken. Ja. So. Mal schauen, wie das läuft. Seine normale Ding ist eben, dass du swapst und dann kannst du dein E drücken. Mal sehen. Ich wollte das jetzt hier gleich mal machen, aber das Spiel lässt dich ja vor Matchbeginn gar nicht hier rein. So, schauen wir mal. Ah, da haben sie mich wohl gesehen. Dann gehen wir mal hier so rum. Aha, habe ich ihn erwischt. Wow. Ja, cool. Und eben, wie gesagt, immer... Oh, da müssten wir raus. Immer mit den Auto-Attacks schön treffen. Upsa, vielleicht komme ich ja noch raus. Nein, komme ich nicht. Aber die Chainer ist auch gestorben. Und ich habe schon ganz gut... Stacks hier, 24, okay. Aber erstmal voll rein, ich wollte erstmal gucken, so... Der erste Swap hat schon so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Limming weiter rein ist. Jetzt gehe ich gleich nach oben. Die Diva hat da Free Push, das ist schlecht. Die Valera macht unser Camp hier, das ist gut. Mitte drückt irgendwie alles rein. Mal schauen. So. Jawohl, zack, 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 zack. Genau, der Swap zurück ist ziemlich gut, um Schaden zu machen. Oh, die haben jetzt schon die ganze Wall genommen. Die gehen jetzt nach unten, ich gehe auch nach unten. Zack, und tot. Hehe, nice. Zack. Und weiter geht's. Auf Level, da nehmen wir das zweite. Klingt schneller ab, das ist doch gut. Zack. Oh, schade. So. Ah, da nehme ich gerade zu viel Schaden. Ich dachte, die Valera kommt von unten. Jawohl, betäubt den. Sehr schön. Und immer angreifen. So, sehr schön. Wunderbar. Dann nehmen wir wieder das zweite. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, wenn ich mit dem Ding treffe. Ist doch gut. Oh, vielleicht traut die sich heraus. Ja, traut sich raus. Ah, da zieht aber sein
Burst Damage zum Schluss hier, dass er dann explodiert. Sonst hätte ich auf mein Schild gebaut. Denn das Ding ist hier, Heldentreffer mit meiner, mit meinem Prisma hier, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und verlangsamt das Ziel. Also ich kann mehr reinfetzen, mehr Stacks sammeln, mehr Schaden machen und der Gegner kommt nicht so leicht weg. Ist eigentlich ganz gut. So, hier, kann der seinen Pinkel schon hinstellen? Nö, der rootet einfach so. Das musste doch jetzt hier sterben, oder? Valera, komm, mach das. Ich gehe mal nach unten, der hat da nämlich gerade Free. Oder ich helfe ihm schnell. Ich muss da Helden treffen, ne? Heldentreffer, ja. Okay, okay. Ja, ja, ist ja gut. Schreit doch nicht so rum. So, gehen wir gleich mal hier hin. So, damit wird es hier wieder... Hoffentlich. Nein, sie kriegen ihn, verdammt. Okay, Junkrat sollte eigentlich jetzt unten deffen. Weil ich kann ja hier drauf den Schaden machen. Nämlich so, okay, der hat sein Ding gejuckt. Immer schön hier. Auch witzig, im Drachen ist ein Drachen. Upsa. Swap! Wunderbar. So, da kommt der Dragoner. Ich glaube, ich gehe auf den Destruktorstrahl tatsächlich. Aua! Aua, ja, auf die Chainer extra Schaden machen wollen. Genau, hier haben wir den, nämlich den Root. Den Root vom Kel'Thuzad, den Root von der Valera und dann können wir damit eigentlich ganz gut Schaden machen. Fast 300 Schaden pro Sekunde. Das ist nicht wenig. Wir haben nicht so viel Auto-Attacks, ja, also eigentlich niemand. Was bringt mir dann Blind? Gar nix. Gut, als nächstes nehmen wir dann hier wieder die zwei. Genau, Zwillingsklingen, das hier greife ich dreimal an. Irgendwie läuft es gar nicht so schlecht, allerdings, ja, hier unten rein. Hier unten rein, ja, da gehen wir rein, da gehen wir rein. Ich bin dabei, call me in. Hey, Hammer, 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 Hammer. Aua! Ah! Verdammt! Naja, gut. 2-4. Voll gut. 160 Stacks fast. Ja, okay. Das ist nach oben offen. Das ist immer cool. Hier gehen wir dann... Wo gehen wir dann? Da können wir alles nehmen. Verursachen Prozentual. Die haben Drachen... Deathwing... Diva und Asmodan. Ensign verringert die Abwehr von Schildwehr. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit noch mehr. Ha, ist irgendwie alles cool. Aber ich will eigentlich ein bisschen tankier sein. Nutzt die Macht der Sonne und des Mondes. Genau. Setzt diesem verfluchten Reich ein Ende. Irgendwie pushen die Gegner viel krasser. Unten stirbt die Hammer. So, hier aber dreimal. Zack, 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 genau. Das ist gut. Ja, was ist denn? Was ist doch? Du hast es doch, wunderbar. Ja, so kriege ich halt keine Stacks, aber oben mussten wir dringend das hier rausnehmen. Okay, dann schauen wir mal. Kriegen wir da noch was? Nein, kriegen wir nichts. Eieiei. Jawohl, schnell geklärt und raus da. Okay, gut. Valera, wie wär's? What the hell? Was war das denn, Valera? Steht sie daneben? I don't care.
Schaden, Schaden, Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Ah, schon. Nice Team. Ja. Yeah. Ja, und du greifst das Ding nicht an. Mann. Steht sie daneben. Kriegt es nicht angeklickt. Mann, Mann, Mann. Okay. So. Okay, Asmodan oben. Hin. Okay. Ja, der kann sich durchdingen. Ha, ich habe kurz gedacht wie beim Blaze, aber ist ja nicht wie beim Blaze, dass man das dann blocken kann praktisch. Do, 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 do. Oh, knapp. Verdammt. Ja, komm her. Ja, schon guter Schaden. Hallo, Dri. Aber das weißt du ja schon. Hey, habe ich ihn bekommen. Ja, geh mal auf maximalen Ding. Nice! Ah, das war auch cool. Woo! Der Junkrat will da das Camp. Ich gehe mal dazu, dass der das auch kriegt. So. Wunderbar. Dann können wir nach unten gehen. Na, läuft doch. Da will ich hin. Nicht an die Minimap. Scheiße. So, jetzt hier. Also ich fühle mich auf jeden Fall, als hätte ich was beizutragen hier. Die halten das hier auf. So, dala. Und mein Strahl ist auch gleich wieder bereit. Aua. Aua. So, die Chainer ist fort beim Wort. Gar nicht mal schlecht. Zack, zack, zack. Ich will aber lieber auf den hier. Ja, ich will auf den hier. Woo! Ja, nice. Cool. Wenn der jetzt da reindrückt und der Turm das Schießen anfängt, dann kann ich da auch noch rein. Jawohl, lass mich ran. Au, nicht in die Turmrange. Leider habe ich meine Ulti nicht Retti, sonst hätte man den noch mehr aufgehen können. So. Huch! Ach, der hat den weggeschossen. Cool. Okay, okay. Schauen wir mal. Oh, fast! Macht schon Spaß, muss ich sagen. Das Swappen. Und es geht auch eigentlich ganz gut. Nehmen wir jetzt mal hier, auch wenn gerade das Objective, aber. Weiß auch nicht. Wir kriegen's trotzdem, seht ihr? Haha, alles richtig gemacht. Du, 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 du. Und ich kill ihn! Woohoo! Nice! Oh! Oh, da haut's den aber weit weg. Da haut's den aber weit weg. Verbrennt Gegner in der Nähe. Machen wir doch. Weil einfach Schaden ist doch cool. Jetzt bin ich da relativ allein. Oh, die Hammer ist noch alleiner. Ich habe genug gesehen. Aua! Aua! Ja, 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 ja! Und jetzt raus hier. Huhuhu. Leider habe ich keine Zeit zum Blauen. Ja, boah, haut der den zusammen. Na, warte mal, ich könnte ja auch einfach schnell irgendeinen Topf trinken. Hier. So lang nicht mehr. Da. So. Ja, sau cool.
Mein Strahl ist auch wieder bereit. Zum Finishen ist er auch ziemlich gut. Vor allem, wenn halt die Gegner so träge sind, wie jetzt hier Todesschwinge, oder? So. Schau mal. Die Diva ist oben, okay. Unten in 30 Sekunden. Ah, Finisher! Ah, jetzt bin ich aber sehr deep drin. Uiuiui. Die Chain hat wieder gefinisht mit meinem Strahl. Der Strahl ist echt gut. Ah, dann war ich mittendrin statt nur dabei. Das Los eines jeden Artanis-Spielers, dass du dann volle Kanne drin bist. Was geschieht denn jetzt hier? Du wirst doch nicht alle meinen Fehler machen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist auch nochmal ordentlich Schaden. Ja gut. Ah, nichts verloren. Alles schick. Hier. Solange Schildüberladung aktiv ist, fliegt der Schildgegner in der Nähe pro Sekunde. Genau. Dann hätte ich aber hier auf die Willensstärke gehen sollen. Weil dann habe ich den Schild nämlich öfter, wenn er hier schon verbrennt. Lieber die Ansturmdistanz. Da steht nur kurze Entfernung, ne? Ja gut, trotzdem, so ein bisschen Burn-Damage, AOE ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. So einem Riesen-Fight. Ja, mal sehen. Ich sterbe auf jeden Fall ganz gut, ich kill aber auch ganz gut. Für einen ungeübten Helden, der jetzt auch nicht unbedingt der Beste ist. Jawohl, und zu ihm ran. Und zack, bumm. So, und jetzt Mitte. Abfahrt. Seht ihr, jetzt müsst der Todesschwinge gut aufpassen. Ja, das ist nervig. Und wie? Zack! Weg! Ah, die Hämmer hat noch Bock! Oh, und wie die Bock hat! Ah, ah, spielen wir es mal safe. Können wir mitnehmen. Easy Camp. Ja, wenn ihr dabei seid, ich bin. Call me in! Call me in! Ja, da habe ich mich hochgeswappt. Woo! Woo! Nein, da drauf. Aber alle gestorben. Ich habe mich echt da um die Kurve rumswappen zur Li Ming, damit ich sie killen kann. Oder halt mithelfen killen kann. Ich habe auf jeden Fall auf sie nochmal drauf geholzt. Ja, 4 tot. Cool. Von den Gegnern. Was machen wir denn da? Get all buildings. Unten helfen, ja, unten eindrücken noch. Emma, Death, Top. Würde ich sagen. Ja, hier. Das müssen wir verteidigen. Oder Valera oder halt irgendwer. Ja, genau, Valera geht hin, okay. Die Schreine werden bald wieder aktiv sein. Könnt ihr doch nehmen jetzt hier oben, oder? Mit der Hammer zusammen, die ist unten geblieben. Gute Deal. Macht bewegungsunfähig, ja. Nur mal Obacht basten hier. So, kann ich als Artanis eigentlich ein Camp allein nehmen, so ein großes? Hardcamp. Geht das? Mal schauen. Weil ich bin ja Sustain, ne? Und Damage und überhaupt. Okay. Er ist schon mal raus.
Genau, da ist der Schaden. Ja, easy. Ja, easy. Cool. Das liebe ich. Wenn ein Held so ein Kit benannt hat, dass du gewisse Dinge einfach solo machen kannst. Ja, also du entscheidest dich jetzt für was, bist nicht zwanghaft auf deine Teammates angewiesen. Sowas mag ich. Oh, fast. So, ich warte wieder auf ihn. So. Tada. Hehehehe. Hat er keine Chance, it. Ups, der auch nicht. Die macht gut. Bums. Oh, trifft er? Hehe, nein. Ja. Ja, dann nehmen wir aber das Haus raus. So. Ah, die Lemming war knapp. Dann gehe ich mal dahin. Können nicht beenden. 4 gegen 4, das wäre zu risky. Die Valera kommt weg, okay. Ja, der nimmt schon, ganz geschmeidig. Dann gehe ich da hin. Ja, offensiv können wir schon stehen bleiben, aber auf den Chor gehen wäre ein bisschen zu krass. Zack, zack. So. Ha, ist schon cool, muss ich sagen. Ist schon nice. Aua, eist die mich ein. Ja, da geht's jetzt gleich weg. Ah. Kriegen wir die? Ich meine, die ist jetzt schon ziemlich deep. Ja klar, kriegen wir die. Easy. Gut, die Valera steht da schon. Da, 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 da. Ah, ich fürchte mich doch so, aber ich schlage hier einfach rein. Ich glaube, ich mache einfach das Camp weiter, wenn ich eh schon mal hier bin. Die Todesschwinge kam aber gerade so raus. Also das war mit Sicherheit knapp. Hui! Nein! Daneben! Oh Mann! Au! Klopp! Komm, mach was! Mach was! Mach was für dein Geld! Mensch, Verlierer! Okay. Haben wir das? Zack. Haben wir noch irgendwo was zu tun? Das eigene Camp gleich, ja gut. Aber. Mit dem Drachen einfach reindrücken, würde ich sagen. Der Drache ist wieder irgendwo. Ich habe auch gleich wieder meinen Strahl. Chunkle. Nein, nein, mach das nett. Lass unseren Keltuser den rufen. Jawohl, aber der Chor fällt. Und Deathwing stirbt. Und wir haben GG. Cool. Hat Spaß gemacht. Thanes macht echt Laune. Die Swaps habe ich nie so oft getroffen, wie ich hätte wollen. Aber es kam gleich so raus, so von wegen raus und rein. Manche machen da ja auch echt so fancy Moves, dass sie sich nicht... Also auf dich drauf Richtung swappen, sondern quasi wegswappen und dann gleich E drücken und dann können sie dich quasi herziehen, so ein bisschen wie ein kleiner Hook, ja, also Hook vom Haken vom Kleiner oder so. Habe ich auch schon erlebt. Sowas habe ich natürlich noch nicht drauf, aber generell vorswappen und dann E drücken, um Position zu wechseln. Auch der Schaden war ganz ordentlich, Sustain war ganz ordentlich. Der ganze Verlauf von dem Match war cool. Und das Ulti hat auch echt gebracht, das Heroische. Die heroische Fähigkeit hat 2-3 Kills gesichert, den Todesschwinger immer ziemlich Probleme bereitet, weil der so groß ist und so unbeweglich. Habe ich da auch praktisch den ganzen Schaden immer durchgekriegt. Ja, cool. Schlägt sich auch hier nieder. Ne? Platz 2 im eigenen Team vom Heldenschaden. 7 Kills, 6 Mal gestorben. Halt total auf Brawl
just for fun rein, ja, witzig war es auf jeden Fall. Und die Talente, nach Hotslogs bin ich hier gegangen, also die Outdoor-Text-Beschützer von Ayur, Schildbatterie, der Zeitraffer für die Erhöhung der Angriffsgeschwindigkeit, der Destruktorstrahl, wobei ich dazu sagen muss, meistens nehmen die Artanis-Spieler die andere heroische Fähigkeit wegen dem Blind-Effekt, aber jetzt war praktisch kein Auto-Attacker, fand ich witzlos. Dreifachschlag, Rache der und Plasma-Verbrennung. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar, würde mich sehr freuen. Und im nächsten, hey, wenn jeder mir ungeübte Charakter so läuft, dann have fun. Nächster mittlere wird sein, ich dachte mir schon, Atas. Auch wieder so ein asiatisch angehauchter Skin, finde ich cool. Eher so oder so oder auch noch mehr zu bieten. Sowas hier. Naja, mal sehen, wie wir es machen. Oder good old, good Atas. Okay, werden wir sehen. Ja, bis denne.